Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir ehrt aktuell Trikale mit drei Dreschern, die arbeiten im Verband. Schön. Klappt noch ganz gut. Hatten anfangs mit allen Schwierigkeiten gehabt. Der hat sich halt einen verkehrten Punkt gesucht gehabt, warum auch nicht mehr. Aber nach kurz umstellen, dann war das liefert näher auch. Also nächstes Mal fange ich an mit ersten Wegpunkt und dann geht es dann gar nicht, ne? Dann klappt das gar nicht besser. Denn am ersten Mal, am ersten Leben, das klappt nicht immer, das ist ganz gut. Für später, wenn man aufhört, man macht Pause oder ja, dann hört man das Spiel auf und man lädt wieder, dann muss man sich natürlich umstellen auf den aktuell oder nächstliegenden Punkt. Sonst gibt es Probleme. So, jetzt ist der gleich voll. Das passt auch ziemlich genau. Drei Drescher, ein Überladewagen voll. Das heißt, wir können ganz optimal nach A nach B fahren. Ne? Also jetzt drüben, der wartet schon. Den habe ich zwar aktuell pausiert, also der wartet nicht. Also läuft nicht aktuell. Kostet kein Geld. Süße. Passt voll, so muss es sein. Jetzt düsen wir gleich los und der Hopfen ist auch schon soweit, denke ich mal. Und gucke mal, Hopfen. Oder auch nicht, kann auch sein, dass er noch nicht reif ist. Ist so ganz gut so. Dann haben wir noch Gras zu machen. Da ist noch Wachstum, das ist gut. Dann machen wir noch Gras. 36 ist reif. Fahrzeuge stehen bereit. Und dann machen wir Hopfen und Mais im nächsten Schritt. Und dann müssen wir noch unseren Traktor zurückbringen hier, wo er rumsteht. Und das Feld ist dann auch fast fertig. Dann würde ich dann anfangen, wenn diese Trikale fertig ist, den ersten Stroh reinfahren ins Lager. Ganz zum Anfang. Dann unsere Kühe und Schweine mal Stroh kriegen. Ist ja eigentlich besser normalerweise. Wir haben eine Regierliste für unsere Düngerproduktion. Die brauchen noch einen Mist, ne? Dann kippen wir vorne rein. Wenn er mal kippen würde. Ein bisschen umstellen mit dem Haus, ne? Links Taste, mal links oder rechts ziehen, je nachdem wie er wohin geht. Das ist schön, wenn das läuft. Die anderen sehen wir aktuell nicht. Wir haben ein bisschen reduziert wegen der FPS. Obwohl ich eigentlich von der Grafikkarte sein muss. Sind wir bei weitem noch nicht bei dem, was wir leisten könnten. Ne? Und von der Leistung her vom Prozessor bei 17-18%. Da haben wir auch noch viel Reserve. Also temperaturmäßig 64 und 59. Festplatte hat 44. Und die anderen 43, die wir nutzen, den Speicher. Das ist alles ein bisschen extra, das Spiel läuft auf einer extra Platte. Speichert wir woanders. Das ist einfach besser, dass sich das nicht komplett überkreuzt. Denn das muss auch wieder Prozessor leisten. Ne? So. Jetzt sind die Kollegen bei der erste bei 75%. Ja, so muss es sein. Und wir sind fast fertig, ne? Wahnsinn. Ja, alle Fahrzeuge zurückfahren. Ja, könnte man mit Auto gleich machen, theoretisch. Könnte man, ne? Ja, mal sehen. Wir werden ja gucken wegen Stroh. Das machen wir zuerst. Das geht nebenbei. Kann ja einer Stroh fahren. Zumindest mal vorprogrammieren. Das sind zwei Folgen, zumindest ein Feld anfangen, mit 15 fangen wir an, oder mit 2, das ist ja egal. Und dann entsprechend für die Aussaat vorbereiten, zum Frühjahr im Prinzip. Überleg, da wo Getreide ist, kann man ja kein Getreide mehr einbringen, also könnte man auf der 2 Raps und
Der 15 könnte man auch Raps nehmen und da wo der Raps jetzt war, da würde ich dann entsprechend zum Frühjahr, ja, wo der Raps war, könnte man auch Getreide einpflanzen. Also da könnte man schon mal vormachen. Und irgendwo müsste man ja auch noch, ja, das ist gut, den Mais für nächstes Jahr schon mal vorprogrammieren. Und da können wir nichts aussehen. Eigentlich müsste man ein Feld nehmen, was in der Nähe ist. Aber Feld 2, ja, da müsste man die 1 und die 14, also in der Nähe ist gut, ne? Zu BGH. Nein. Und das Feld ist ja, da geht auch nicht, da ist hier Getreide drauf gewesen. Wir wollten da hinfahren. Den Raps wollten wir eigentlich Diesel herstellen, ne? Also schon Biodiesel. Das ist zumindest realistisch. Wo ich eigentlich dagegen bin, aus Nahrungsmittelprinzip Treibstoff herzustellen. Dazu ist es alles noch zu teuer, sagen wir so. Man sollte Nahrungsmittel nicht unbedingt zum Treibstoffherstellung verwenden. Da sehe ich da ein bisschen doch, wäre besser, man würde dann lieber das zum Essen nehmen. Vor allem, weil es jetzt an ja auch die Preise nach oben treibt, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Wenn zum Beispiel für einen Treibstoff mehr bezahlt wird als für, ne, weil es auch noch staatlich gefördert wird, ne. Da können die Bauern mit Rapsherstellung für Biodiesel mehr verdienen als mit, ist zwar für den Bauer ist das okay, aber der für den Endkunde, wenn er jetzt mit Rapsöl ist, fand ich das Thema, sag mal so nicht, aber bei Getreide, da hört das schon auf, ne. Baumgetreide ist, war schon früher tabu gewesen, zu Bier zu nehmen, ne. Also Weizenbier war damals verboten gewesen. Aber die Gerste hat man gesagt, okay, wir nehmen die Gerste für Bier, aber nicht Weizen für Weizenbier. Ne? Das war nicht erlaubt. Das Verbot wurde zwar aufgehoben später, aber im Grunde ist das so richtig. Man sagt, okay, Nahrungsproduktion hat man hervorragend und dann her kann man immer noch alles andere machen. Ne? Nutzt der beste Sucht, wenn man hinterher nicht. So, Feld 12 ist praktisch fertig. Das müssen wir frei machen, sonst können wir auch reparieren. Ne? 6% ist eigentlich ein guter Wert. Aber wie gesagt, das machen wir näher zum Schluss. Als nächstes werden wir mal sehen, dass wir hier theoretisch erstmal Strohabfahrer in Gang kriegen für Feld 12 für Feld 14 und für 2. Dass wir da erstmal den. Und dann können wir, wenn der fährt, können wir in aller Ruhe hier vorbereiten. Wir können auch hier Raps einbringen, das wäre auch möglich. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Und dann können wir auf 1 und 2 rein theoretisch Mais bringen. Mais könnte man aber auch. Ne, das geht nicht, von der Fruchtfolge her. Hier wäre 2 am liebsten gewesen, weil 2 ist nämlich dicht an. An der BGH wegen Silo. Aber man kann nicht alles haben, ne? So, da fällt der zweite. Klappen auch ein. Wenn jetzt Vollgebiet drauf hätte, könnte man sagen, alle drei auf einmal losfahren. Aber ich habe ich runtergenommen. Weil ich gesagt habe, okay, Mods, die ich noch nicht nutze, kann man auch runternehmen. Ja, das ist eine schöne Fläche. 21 Hektar.
doch noch geschafft. Und in der Folge haben wir noch ein bisschen Zeit. In der nächsten Folge werden wir dann entsprechend anfangen mit Stroh. Also, ich habe einen Überladewagen. So ein Quatsch, schon Ladewagen, um im Prinzip das in. Mit Mais fangen wir heute nicht mehr an. Morgen auch nicht. Die Nährstoffe haben wir, glaube ich, jetzt nicht. Auch hier. Ja, Steinwerk ist mal 10%. Okay, aber bis das geht noch. Macht immer noch 10 km/h. So. Laden wir über und dann kann der andere sich wieder quälen. Unser Hopfen wächst auch. Mann, das habe ich da Probleme gehabt mit Ziesen und mit Schlafen gehen. Also ich würde jetzt nicht mehr riskieren und schlafen liegen. Ach, das Prinzip schon nicht. Weil wenn die Karte nämlich Anführungszeichen du hast ja für Verluste. Zum Testen ist das irgendwie so schade. Da haben wir im Prinzip 2 Ladunghänger weggefahren. Also der eine war nicht ganz voll. Oh ja, Vermögen nehmen wir nicht für die damit. Ich muss mal sehen, ob der jetzt hochkommt. Mit diesem Schieben ging es ja, aber mal sehen, ob wir alles reinkriegen oder ob wir mit dem zum Hochfahren müssen. Überladewagen, das geht ja auch zur Not. Dann braucht er nicht extra nochmal herfahren, ne? Brauchen wir das Beste. Das Bearbeitungsprogramm 2-3 parallel umlassen könnte, dann wird es ja schnell gehen. Entschuldigung, ach nee. Aber geht ja nicht. Entschuldigung. Ach, ich muss den Saft holen her. Oh, der schmeckt so grauslich. Wie versprochen, mal gesagt. Aber. Geht aber rein. Oh, nochmal Entschuldigung dafür. Muss ich kurz eine Pause machen. Aber eine Folge habe ich noch. Dann ist doch gut geklappt mit meiner Planung hier. Wenn das jetzt so läuft, wie es laufen soll. Und dann sind wir zurück in einer Woche. Und dann kann man so nach und nach in den alten Rhythmus reinkommen. Im Grunde Freitag für die Marsch und Sonntag für die Thüringenkarte. Und das andere habe ich nebenbei gemacht. Und da muss ich auch mal sehen, wie ich am besten kriege. Oh, Entschuldigung. Ich stoppe gerade auf wie die Cola. Aber wie gesagt, das ist immer so. Jede neue
neues Let's Play. Muss man schauen, dass man die richtigen Tags findet dafür. Suchbegriffe. Ich bin noch zu klein als Player hier auf YouTube. Ganz so einfach da entsprechende Einschaltgruppen zu bekommen. So, da fahren wir mal mit. Beziehungsweise werden wir hinterher fahren. Wir müssen so hinterher fahren. Vielleicht müssen wir ein bisschen nachhelfen. Mit LKW wäre auch blöder gewesen. LKW ist mal gut für die geraden Strecken. Aber da der mit Physik hier nicht hinhaut, hier irgendwie, dass er instabil ist. Also mein Traktor bin ich noch nie ausgebrochen, mehr oder weniger. Und hier muss ich mit aufpassen, dass er bei der Kurve richtig aber das schauen wir uns mal an. Oder machen das eine Folge, wenn wir neue beginnen. So, die Schule, das soll es für heute gewesen sein. Das schauen wir gleich nachher. Tschüss und winke, winke, ciao, ciao. Das hat mich gefreut. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis dann.